So, ja, warum befinde ich mich gerade in Minecraft Legend? Erstmal möchte ich euch dieses riesenkrasse Update hier zeigen, ja? What the fuck? Was ist mit meinem Haus passiert? Was geht dort ab? Es ist so krass, ne? Let's start again. Moin, ihr Zabiaster und Zabiasterinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ja, man sieht es schon im Hintergrund, Minecraft Legend. Ich bin heute mal in Legend aktiv. Das hat auch einen bestimmten Grund. Zu dem werden wir jetzt gleich kommen. Vorerst erstmal ganz kurz eine Sache heute. Das Minecraft-Starcraft-Video wird ausfallen. Nicht vergessen, diesen Freitag ist von 18 bis 20 Uhr ein Minecraft Starcraft Livestream. Für alle, die sich das Projekt nicht entgehen lassen wollen oder diesen Livestream, Minecraft Starcraft, für die Leute, die es nicht kennen, gibt es auf meinem Kanal eine Playlist oder Videos halt. Guckt es euch zur Not an, wenn euch das Projekt interessiert. Ist ein Technik-Modpack, da geht es richtig gerade zur Sache. Da zeige ich Dummheit höchsten Grades, wie man zum Beispiel einfach alles Mögliche vercheckt und gar nicht auf die Reihe kriegt. Nein, Spaß, aber ich fäll gerade echt extrem rum. Also Freitag die Folge, für alle schon mal als Info, die wird sowas von peinlich, weil ich kann euch sagen, am Freitag werde ich noch immer keine Spitzhacke haben, weil ich noch immer nicht gecheckt habe, dass ich das falsche Bindungsstück benutze die ganze Zeit. Aber was soll's, ne? Ich bin halt ein richtiger Kevin, das ist auf jeden Fall klar. Und ich denke mal, die meisten werden es akzeptieren. Was anderes bleibt denn ja auch nicht übrig. So, ja, warum befinde ich mich gerade in Minecraft Legend? Erstmal möchte ich euch dieses riesenkrasse Update hier zeigen, ja? What the fuck? Was ist mit meinem Haus passiert? Was geht dort ab? Es ist so krass, ne? Ich habe das Bauteam gefragt, ob die mir helfen könnten, auf mein Haus ein Dach zu bauen. Und was ist passiert? Es wurde einfach mal ein Schloss gebaut. Ey, ich komme gar nicht drauf klar. Das sieht so monströs aus jetzt, mein Haus. Das ist nicht mehr normal. Ich hab's echt, ich habe die Materialien ja dafür gefarmt teilweise. Also ich habe fast alles dafür gefarmt. Und das ist der zweite vom Bauen. Kriegt man Hunger. Hatte leider einen Hunger, musste den Kuchen aufessen. Okay, dieser Kuchen hat viel Energie genug für den Varo-Start. Okay, ja, wie gesagt, ihr seht's ja, das ist das Haus. Treppenhaus. Ach, da hinten. Und ich find's echt krass. Ohne Witz, man muss wirklich sagen, Hut ab, ne? Echt geil gebaut. Also, what the fuck? Das ist so riesig hier. Ey, man findet sich hier gar nicht zurecht. Boah, Junge, was geht ab in diesem Haus? Ich muss das ja jetzt noch alles hier einrichten und so. Und da sind wir auch schon an den Punkt gekommen, Leute. Und zwar, Legend soll ja weitergehen. Definitiv, denn das Update ist ja auch jetzt in den Startlöchern, so langsam aber sicher. Wir sind ja fleißig am Twilight am Arbeiten. Ich habe so viel Zeit jetzt da investiert in der letzten Zeit. Oh, hier geht's weiter hoch. Okay, Zeit in der letzten Zeit. Ah, okay, hier ist ein Balkon. Ja, boah, krass. Holy shit. Alter Schwede. Ist das krass. Wenn der Izzy das nächste Mal online kommt, der wird ausflippen, wenn er mein Haus sieht. Der wird sich auch denken, what the fuck, was geht bei Kevin ab? Nein, ich habe mir auf jeden Fall Hilfe geholt. Muss ich auch, gebe ich auch offen zu, ne? Ich bin jetzt nicht so in der Lage, so unbedingt super gut ein Dach zu bauen. Ich habe mir dann einfach so ein paar Leiharbeiter jetzt hier organisiert, die mir geholfen haben. Und ja, das sieht ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice aus, ne? Muss man ja wirklich sagen. Und jetzt kommen wir zum Thema. Also, ich habe vor, wieder Minecraft Legends zu bringen. Jetzt, wo das Projekt TerraMine E beendet wird, heute kommt ja die finale Folge um 18 Uhr, wo Zander und ich das Projekt TerraMine so gesehen abschließen werden komplett. Und ich muss mir jetzt irgendwie was überlegen, wie geht's mit dem Kanal weiter? So, die Sache ist die. Am Samstag geht Varo los. Und ich sag jetzt mal nicht genau, was in der Folge passiert oder so. Guckt euch auf jeden Fall am Samstag die Varo-Folge an. Ich kann euch nur sagen, es ist echt mit Abstand eine der spannendsten Aufnahmen, die ich in meinem Leben hinbekommen habe. Und ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, aber es hängt auch ein bisschen ein Stück weit davon ab, fliege ich jetzt in der ersten Folge raus, fliege ich nicht raus. Ne? Varo läuft ja jetzt täglich dann. Und das heißt, der Slot von Varo ist auf jeden Fall belegt, solange wie Varo läuft. Ne? Wenn ich jetzt direkt in der ersten Folge rausfliege, dann geht es ja auch direkt mit Legend weiter. Und ich habe auf jeden Fall vor, jetzt wieder Legend richtig aktiv zu bringen. Für die Leute, die jetzt neu hier sind, es sind ja richtig viele auch neu über Dena dazugekommen, die noch überhaupt gar nicht wissen, was ist eigentlich das Projekt Minecraft Legend? Was macht man da? Das ist ein riesen Community-Projekt. Ich habe da noch nicht so viel von erklärt, werde ich aber jetzt demnächst tun, damit auch ihr, die neu dabei sind, versteht, worum es in diesem Projekt geht.
Denn im August, September rum, schätze ich jetzt mal, das ist jetzt eine geschätzte Zeit, Leute. Ich kann euch noch nicht ein hundertprozentiges Datum oder einen hundertprozentigen Zeitraum geben. Es kann auch, wenn wir Pech haben, Oktober werden, ja? Aber im August, September rum, im besten Fall, kommt der Twilight. Ich werde am Samstag ein Video noch zusätzlich neben Varo veröffentlichen, wo erste Ausschnitte gezeigt werden vom Twilight Update. Ich werde unter anderem das Phasing-System in diesem Video vorführen. Dann wird noch mal kurz der Bosskampf, den ich schon mal ganz kurz angeteasert gezeigt habe, reingeschnitten ein bisschen mit ein paar Erklärungen. Dann werde ich euch ein paar Phasing-Gebäude zeigen, wie zum Beispiel Rathäuser. Von der Twilight-Karte selbst werde ich nichts zeigen, die möchte ich nicht spoilern, weil das ist so eine gewaltige Karte. Wir haben komplett eine Welt, 10.000 mal 10.000 Blöcke zurzeit im Bau, die komplett von Hand Stück für Stück jetzt gerade gebaut wurde. Wir haben das Gröbste haben wir mit Worldpaintern gemacht, dann wird jetzt, also wir haben das in mehrere Phasen eingeteilt. Es gibt einmal die grobe Arbeit, die wird mit Worldpainter gemacht. Und danach kommt dann so eine etwas, ja, feinere Phase, aber auch noch grob. Da wird mit World Edit gearbeitet und danach geht es dann in die Detailphase. Und da wird Stück für Stück alles per Hand gebaut. Und diese Karte, da wird so viel Liebe zum Detail reingesteckt. Wir sind da also jetzt noch immer 2 Monate, 1 Monat, anderthalb, ich kann es nicht sagen, oder 3 Monate. Wie gesagt, ich kann da noch keine genauen Details geben. Sind wir da auf jeden Fall noch dran. Dann sollen ja zum Start vom Twilight 3000 neue Items kommen. Unter anderem richtig viel legendäre Set-Sachen sollen kommen. Es wird zum Beispiel auch Werkzeuge geben, wie zum Beispiel Spitzhacken, die wie in so einem Modpack 3x3 Blöcke, 9 Blöcke abbauen. Hier so, sowas hier, so ein, hier den Umkreis, das bauen die direkt ab. Kennt ihr ja aus Modpacks mit dem Hammer, der baut ja direkt so viel ab oder so eine Schaufel. Dann sind halt Sachen geplant, die noch schneller Blöcke abbauen. Spitzhacken, die direkt Erze einschmelzen, wenn sie die abbauen. Und all so ein Kram. Also da wird richtig, richtig viel kommen. Das wird echt heftig werden. Und ich werde am Samstag in dem Video bekannt geben, was alles im Twilight so kommen wird. Ich habe das ja schon im Livestream öfters mal angeschnitten. Jetzt langsam geht's aber in die Richtung. Wir sind dabei, auch ein Wiki zu machen. Es wird von Minecraft Legend jetzt demnächst ein Wiki geben, wo ihr dann alles nachlesen könnt. Patch Notes, Guides, einzelne Sachen, wie zum Beispiel das Sockelsteinsystem funktioniert, was jetzt wahrscheinlich diese Woche oder nächste Woche endlich komplett integriert wird, sodass es funktioniert. Wir haben da, wie gesagt, noch so einen Duplizierungsbug, der musste rausgenommen werden. Sonst wäre das wieder dasselbe Problem wie beim Handelssystem, dass die Leute das ausnutzen oder eher gesagt Identifikationssystem, ich weiß nicht. Wir hatten auf jeden Fall das Problem, es gab mal einen Bug, mit dem man Items duplizieren konnte und das haben einige Leute von einer Fraktion sehr stark ausgenutzt, wodurch sehr viel Wind in das Projekt gekommen ist. Und ich möchte ganz kurz an der Stelle schon mal verkünden, für alle Leute, die sich denken, boah, das Projekt, das läuft ja schon richtig lange, da ist ja unnormal viel gebaut, die sind ja alle extrem weit, keine Sorge, der Twilight wird wie ein Hard Reset werden. Wir werden natürlich die Welten, wo gebaut wurde, nicht resetten, aber momentan ist es so, die besten Items, die man haben kann, ist Full Dia mit besten Verzauberungen. Das ist das Beste, also Standard Vanilla. Erst mit dem Twilight kommen Rüstungen, die noch stärker sind als normal Full Dia mit Verzauberung. Es werden auch mit dem Twilight Patch zum Beispiel Sachen kommen wie Magie, also Zauberstäbe und so ein Kram, aber da will ich noch gar nicht zu viel sagen, das kommt alles am Samstag. Deswegen nur ganz kurz die Info, ich muss mir halt jetzt überlegen, was machen wir genau? Und es läuft ja jetzt zum Beispiel demnächst dann das Projekt Varo an. Wie gesagt halt, je nachdem, wie lange ich überlebe, sollte ich jetzt in der ersten Folge rausfliegen, dann ist Varo ja direkt für mich vorbei. Dann muss ich halt gucken, wie ich das hier organisiere. Ich habe mir jetzt überlegt, ich will jetzt weiterhin erstmal auf den 18. Uhr-Slot, bis Varo beginnt. Das wäre dann heute Mittwoch, heute kommt die finale Folge. Donnerstag, Freitag, ja, und Samstag soll nochmal eine Folge kommen. Also ich würde jetzt 3 Tage erstmal Legend hochladen, in denen ich euch Updates geben möchte vorher. Also die Folgen jetzt vorher, morgen und übermorgen. Da möchte ich ein bisschen auf Legend eingehen, alles mal grundauf erklären mit Videos. Also ganz kurz angeschnitten, in was für einer Welt befinde ich mich, was für Fraktionen gibt es, was für Buffs haben die, was ist der Sinn von Legend. Dass ihr mir 2 Tage gibt, dass ich das nochmal kurz erklären kann für alle Leute, die neu sind, euch auf den neuesten Stand bringe, wie es hier aussieht. Und Samstag kommt dann eine finale Folge, wo ich dann
anschneide, was wird der Twilight alles enthalten. Und danach geht's wieder richtig los. Danach möchte ich dann in Legend wieder richtig einsteigen, auch in den Livestreams. Möchte ich, dass ich wieder Legend regelmäßig bringe, weil jetzt kommt auch diese Woche, kann ich auch schon mal sagen, das Nexus-Update wird das erste Mal aufgespielt und getestet. Wir hoffen, dass es möglichst fehlerfrei funktioniert. Also es kann sein, dass diese Woche der Nexus nicht funktionieren wird, weil er einfach zu krass buggen wird. Sag ich schon mal im Voraus. Wir werden am Sonntag das aufspielen, testen und wenn es dann rumbuggt, wird der direkt abgebrochen, der Fight. Dann werden Bugs entfernt, dann wird direkt wieder ein Nexus für nächste Woche angesetzt. Buggt der wieder rum, das geht dann so lange, wird der abgesetzt, bis das Plugin fehlerfrei funktioniert. Wir können halt die Bugs bei so einem riesen Plugin, wo so viele Spieler sind, wirklich erst live testen. Ne? Das ist halt die Sache. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das für euch freudige Nachrichten sind, dass, wenn ich jetzt hier verkünde offiziell, dass Legend wieder regelmäßig jetzt kommen wird, da ich mich auch auf das Update vorbereiten möchte. Und ich plane einen riesengroßen Invite für alle, die aktiv den Livestream geschaut haben. Ihr könnt euch schon mal warm anziehen. Es wird demnächst eine riesen Chance kommen, dass ihr endlich in dieses Projekt reinkommt. Ich habe ja gesagt, ich möchte alle Leute belohnen, die jetzt aktiv bei den Livestreams beigeblieben sind. Und wir haben mehr als genügend Slots frei und mehr als genügend Plätze auf der Whitelist. Und dann würde ich sagen, werden wir an der Stelle die Folge beenden. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, heute ist auch wieder Livestream, ja? Ich werde heute wieder wie normal um 14 Uhr wahrscheinlich anfangen. Vielleicht eine Stunde oder zwei später müssen wir schauen. Wir sind jetzt mit den Renovierungsarbeiten soweit jetzt schon fast fertig hier. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut im Livestream vorbei. Sammelt fleißig Coins, weil die werdet ihr jetzt brauchen demnächst. Denn wie gesagt, halt über den Livestream mache ich jetzt demnächst den riesen Invite für Minecraft Legend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was da morgen kommt. Danke fürs Zuschauen, ihr Zerberster und Zerbersterin. Und wenn ihr euch drauf freut, dass Legend wiederkommt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tschüss.